Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen bei Wildfire. Wir gehen mal kurz aus diesem Menü hier raus, weil das Feuer sehr laut brennt und es hier noch keine Option gibt, da den Sound leise zu machen. Wir fangen mal mit dem Tutorial an. Da kann ich jetzt mal gerade ein paar Worte erklären. Wildfire ist ein 2D Jump and Run Platformer, wie ihr jetzt sicherlich sehen könnt, der gerade auf Kickstarter finanziert wird. Ich werde unter dem Video natürlich zu der Kickstarter-Kampagne verlinken. Und es ist hier unsere Aufgabe als tapferer Recke mit Hilfe von Feuer das Böse zu bekämpfen und auszutricksen und in die Falle zu locken. Ach, guck mal, der kann hier hochklettern. So, und das ist natürlich jetzt noch die frühe Alpha-Version. Und ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ich habe mir das natürlich angeguckt und ich finde, es sieht sehr interessant aus. Hold Shift gleich Sprint, Hold Space gleich Jump Further. Also weiterspringen und Shift, mit Shift rennt er und hui! Hui! Hallo? Upsi! Fire won't kill you instantly. Water fully heals burns. Also Feuer tötet mich nicht sofort. Also das Spiel wirbt auch damit, dass die Feuer, dass das Feuer sehr dynamisch reagiert und so weiter. Dass es gut, dass es relativ intelligent auf seine Umgebung reagiert. So, ich brenne jetzt. Autsch! Oh, jetzt geht's mir schon wieder gut. Gott sei Dank. Stand here, left click. Ach so, ich muss das mit der Maus spielen. Pchu! Hold left mouse button to aim and throw fire. Stand here. Zack. Wusch. Oh. Boings. Ah, jetzt brennt das Gras. So, es ging wohl darum, die Kiste hier kaputt zu machen, ne? Das heißt, schnell dadurch. Autsch. Sprinting or landing large falls makes noise, as shown by the blue circle. Ah, okay, wenn ich runterfalle, dann macht das Krach. Das heißt, es ist also auch so ein bisschen ein Stealth-Platformer. Quasi schleichen in 2D-Manier. Zack, da hat er mich gehört. Sprinting or landing on grass is always silent. Bam. Na, kriegst du mich mit? Juhu, hier ist jemand. Aber du bist gefangen da oben. Enemies will chase and kill you if they see you. Hold shift to sprint and outrun them. Enemies, also Feinde, werden mich jagen und töten, wenn sie mich sehen. Also muss ich shift gedrückt halten und ihnen davon rennen. Hallo? Der ist aber dumm. Hallo, hier bin ich. Dann nicht. Du versteckst dich automatisch. Ah, wenn du nicht sprintest, wenn man durch Gras geht. Benutze dies, um dich an Feinden vorbeizuschleichen. Na, das machen wir doch. Hallo! Hier bin ich! Und hepp! Lalalala. Ich bin direkt neben dir. Genau auf Höhe deines Geschlechtsteils. Ah, ekelhaft! Enemies are afraid of fire. If panicking, they won't attack you. Also Feinde haben Schiss vor Feuer. Und wenn sie in Panik geraten, greifen sie mich nicht an. Haha. Ah, Hilfe, es brennt. Ich stürze mich lieber ins Loch. Some enemies only fire arrows. Time your jumps to get past. Also manche Feinde schießen nur mit Pfeilen um sich. Ich muss also meine Sprünge abpassen, um ihnen davon zu kommen. So, der guckt jetzt in die andere Richtung. Also mache ich mich schnell vom Acker. Und, ja, habe ihn quasi damit schon ausgetrickst. Enemies cannot see you through smoke. Oh, das ist ja cool, gut zu wissen. Feinde sehen mich nicht hinter einer Rauchwand. So, ich verstecke mich im Gras.
Aber cool, oder? Also ich find's cool. Hoppadapadam. If you get too hot, you will catch on fire. You will have a short time to live, but it can be useful. Okay. Wenn mir zu heiß wird, fange ich selber Feuer. Und habe nur noch kurze Zeit zum Überleben. Aber das kann auch ganz hilfreich sein. Offenbar kann ich also hier die guten Jungs und Mädels, Jungs da unten, schön in Brand stecken. Aber, jetzt geht's mir wieder gut. You can capture and throw water with left mouse button to put... Ach. Wasser kann ich also auch mit mir nehmen. Ist ja interessant. Boah, wie hier alles brennt. Das ist ja der helle Wahnsinn. Zack. Machen wir mal hier schön einen auf Feuerwehr. Zack. Plitsch. Und plumm. Ha. W, climb up. S, climb down. Space, jump off. Ja, das ist ja ziemlich leicht, ne? Lila leicht. Ups. Guck mal, was er macht. Jetzt geht's rund. Ich glaube, jetzt geht's richtig los hier, oder? Aber ich find's cool. Cool auf jeden Fall. Ist mal ein bisschen was anderes, ne? Ich bin der kleine Mann. Ich gehe hier herum. Ich springe lustig durch das Gras. Wie ein Reh im Frühling. Kann ich den eigentlich auch mit Wasser beschmeißen? Ups. Komm, wir probieren's mal. Und... Klatsch! Hehehe! Ich bin noch im Gras. Autsch! Okay, also wenn ich entdeckt wurde, kann ich nicht mich im Gras verstecken. Nun gut, wir drücken die 9, um das Tutorial zu skippen. Zu überspringen. Immer dieses Dinglish hier, ne? Dieser Mischmasch. Gut, okay, die Wachen mögen es nicht, mit Wasser bespritzt zu werden. Und werden dann auf mich aufmerksam. Komisch. Hallo, hier oben bin ich. Ich kann ihn aber doch über den Kopf springen. Ups. So, Schluss jetzt mit dem Spürkes. Huch! Ha! Der kann ja hier klettern. Hehehe. Pech gehabt. Ach, jetzt sieht er mich auch nicht mehr, weil ich hinter der Rauchwand bin. Genial. Tricky. Wildfire. Was denn? Ah, ein Speicherpunkt. Cool. Ah, und da ist Feuer. Sehr schön. Jetzt werde ich böse. Zack. Oh. Na gut. Was bringt uns das hier jetzt, das Feuer? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall noch. Ich weiß es nicht. Ich mach's mal wieder aus. So. Braver Junge. Da-da-da-da-dam. Ah, Hilfe! Okay, Kumpel. Warum gehen die eigentlich nicht kaputt? Oh! Ach, guck mal, die Brücke brennt ja durch. Das ist aber eher unpraktisch, oder? Ups! Autsch! Ich muss doch bestimmt hier oben lang. Autsch! Ne, es war nur eine Abkürzung. Oh, shit! Lauf weg! Lauf weg, Junge! Nein! Okay. Ach du liebe... Momentchen mal. Ich habe doch da Speicherpunkte gehabt. Hm, okay. Das waren doch sowas wie Rücksetzpunkte, oder? Habe ich das falsch gesehen? Na gut, 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 gut. Okay. Also, das Spiel ist nicht ganz so leicht, wie es auf den ersten Blick den Anschein macht. Es werden also doch gewisse Anforderungen an mich gestellt. Was ja nicht schlecht ist, ne? Wir machen jetzt erstmal Feuer.
So, Freunde. Was habt ihr jetzt davon? Wie dumm ich auch bin, warum mache ich das eigentlich? Ups. Oh, oh, jetzt müsste der aber eigentlich sterben. Autsch, autsch. Nein. Hä? Bin ich? Hallo. Ich glaube, ich hänge fest. Hallo. Hallöchen. Ich bin fest. Ich bin gefangen. So ein Ärger, oder? Also ich bin wirklich gefangen. Ärgerlich. Gut, dann muss ich mal kurz unterbrechen und gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Zack, wumm, kleiner Cut. Ich musste wieder am Anfang des Levels anfangen. Indem ich auf die Taste 9 drücke, starte ich den Level einfach wieder komplett von vorne. Okay, dabei handelt es sich jetzt offenbar um einen blöden Bug. Also ich sterbe also nicht, sondern hänge dann da fest und muss den Level neu starten. Aber ich werde ja wohl hier diese Demo beendet bekommen, oder? Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der Pro-Gamer, ne? Ups. Ist gut, ist gut, ist gut. Ach, jetzt laufen sie mir hier wieder hinterher. Ach, Mist. Dass man die nicht verbrennen kann, das finde ich ärgerlich. Naja, und jetzt stehen sie da rum, ne? Das ist nur ein bisschen das Problem. Shit. Lalalalalala, ich bin's. Ah. So, Freunde. Also, wir probieren es jetzt nochmal von hier aus. Lalalala, ich bin es. Hallo. So, jetzt schleichen wir uns mal schön hier vorbildlich an den allen vorbei. Autsch. Oh, Mist. Das ist so ein blöder Bogenschütze. Die sind echt doof, ne? Haha. Hallo? Jetzt geht der einfach weg. Ärgerlich. Aber jetzt brennt die Brücke durch. Uiuiuiui, jetzt habe ich aber alles in Brand gesteckt, ne? Heilige Mutter. Du dicke Drüse. Ja, jetzt habt ihr aber hier die Kacke am Dampfen, Freunde. Und ihr seid schuld. Da komme ich ja nicht lebend durch. Tja. Ah, das Feuer wird kleiner. Dann warten wir doch mal kurz, bis es vielleicht ganz aufgehört hat. Vielleicht guckst du dir an, die Feiglinge. Ach guck, da sind sie alle. Puh. Holen wir uns mal lieber hier aus im Gras. Bis zum nächsten Speicherpunkt. Der eh nicht funktioniert, ne? Ja, komm schon. Also, es hat also auch ein bisschen was mit Geduld zu tun, ne? Hier über die Runden zu kommen. La 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 la. Das ist natürlich hier doof, ne? Dieser verfluchte, oh shit! Nein, nein, nein! Ah, R. Ah! Da, siehst du, ich hätte eben auch R drücken müssen. Autschen. Na gut, das können wir jetzt ja ganz oft probieren. Muss ich gar nicht den ganzen Level neu machen. Na gut, dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Ich probiere das hier noch ein bisschen aus, dann beim nächsten Mal. Und ja, guckt auf das Kickstarter-Projekt und unterstützt es, wenn es euch gefällt. Macht's gut, ciao.